Hallo Kommandanten, wir bringen euch die besten Replays der Woche mit einem Schlauberger in einem Lorraine 40T, einem Hans Dampf in allen Gassen und einem Kämpfer, der sein ganzes Team aufwiegt. Los geht's! Der Titel Kolobanov geht an den Spieler mit dem Nickname Mr. Spooky, mit seinem Lorraine 40T. Er beschloss, das Begegnungsgefecht mit einem Ausflug zum Berg zu beginnen. Es ist keine gute Idee, Strukturpunkte im freien Feld zu riskieren. Die Stellung am Hang ist ausgezeichnet, die Basis ist klar zu sehen und man kann sich im Gebüsch verstecken. Da ist schon der erste Kunde. Nach ein paar Geschossen bleibt von diesem neugierigen AMX nur noch das Gestell übrig. Der nächste bitte. Ein Tiger 2? Übermut tut selten gut. Das ist der erste Abschuss. Auf der Minikarte ist zu sehen, dass der Gegner klar im Vorteil ist. Die Anhöhe sollte schnell gesäubert werden, um den anrückenden Feind gefahrlos beschießen zu können. Der feindliche Lorraine 40T verfolgt eine ähnliche Taktik, ist aber von dem plötzlichen Angriff überrascht. Unser Held zerlegt den Franzosen schnell und gnadenlos. Eine neue Munitionsladung und ein neuer Abschuss. Allerdings gibt es in der Basis mehr Gegner als Munition. Und zudem ist niemand da, um die Basis zu verteidigen. Das Nachladen ist endlich abgeschlossen. Zeit anzugreifen. So viele Ziele. Doch man muss auf Nummer sicher gehen. Und jeder Schuss muss sitzen. Erst ist ein leichter Panzer dran. Das Nachladen ist quälend langsam. Die Einnahme läuft derweil unter Volldampf. Doch bevor man die Basis verteidigen kann, muss ein Komet vernichtet werden. Ein verbündeter Defender beschließt, die Einnahme im Nahkampf zu bremsen. Lange hält er das nicht aus. Jetzt steht unser Held allein gegen 5 Feinde. Obwohl, da waren es nur noch 4. Es ergibt keinen Sinn, länger auf der Anhöhe zu bleiben. Es wird Zeit, den Gegner durch Manöver auszulaugen. Nur ein Panzer kümmert sich um die Einnahme. Ein Schuss, ein Treffer. Und wieder nachladen. Ein Artillerist versucht, Späher zu spielen, doch ohne Erfolg. Der IS-6 ist allerdings ein Gegner, den man ernster nehmen sollte. Hier ist Vorsicht geboten. Eine Umgehung von hinten? Schon sind 800 Strukturpunkte wie weggeblasen. Der Franzose tut so, als wolle er sich zurückziehen, versteckt sich aber hinter dem nächsten Busch. Der Feind fällt darauf herein. Abschuss Nummer 9. Jetzt muss nur noch die letzte Artillerie gefunden und bestraft werden. Wie erwartet hat sie sich nicht von der Basis fortbewegt. Und da, wo sie aufgetaucht ist, rauchen jetzt ihre Überreste vor sich hin. Für seine durchdachte Spielweise mit einem gar nicht so einfach zu spielenden Panzer erhält Mr. Spooky den Titel Kolobanov. Ein mustergültiger Kampf. Bei der Nominierung Eroberer gewinnt diesmal der Spieler mit dem Nick Ex-Tanky 703 Killer mit seiner Grille 15. Sein Kampf auf der Karte Bergpass beginnt recht gewöhnlich. Er begibt sich auf die linke Flanke, um die Schlucht zu verteidigen. Die Gegner greifen an und erhalten ein Geschenk nach dem anderen. Ein Skoda kriegt ein zweites und letztes Geschoss ab. Ein IS-3 versteckt sich auf dem Hügel und kann sich nicht entscheiden, was zu tun ist. Unser Held ist zur Stelle. Du weißt nicht wohin? Ab in die Garage! Jetzt schnell zum Angriff. Die Gegner haben den Stellungsvorteil verloren. Der Druck muss aufrechterhalten werden. Vorwärts mit Sturmfeuer. Die Maus versucht Zeit zu schinden und schießt zurück. Nein, bloß kein Risiko eingehen. Ein Haufen Feinde bricht zur Basis durch. Die Verteidiger brauchen Hilfe. Ohne Deckung hat der T-32 nicht lange durchgehalten. Ihm folgt ein T-28. Doch den erledigt unser Held mit 2 Treffern. Keine Zeit zum Durchatmen. Die Basis ist erneut in Gefahr. Einen Jagdpanzer hat ein Verbündeter erledigt. Mit dem Conway muss unser Held selbst fertig werden. Schuss und Treffer. Der Feind schießt zurück. Daneben. Er hat sich zu sehr beeilt. Hätte auf Nummer sicher gehen müssen. Jetzt kommst du nicht mehr davon. Ein panzerbrechendes Geschoss sorgt dafür, dass es einen Gegner weniger gibt. Nun ist nur noch die Artillerie dran.
Doch unser Panzer hat nur noch wenige Strukturpunkte. Allerdings pfeift auch der letzte Gegner schon aus dem letzten Loch. Wer den Kampf gewinnt, steht in den Sternen. Da sollte man lieber nichts riskieren. Wenn die Artillerie einen Schusswechsel haben will, soll sie näher kommen. Unser Held begibt sich derweil zur Einnahme. Ein Verbündeter hat den Gegner entdeckt, konnte ihn aber nicht besiegen. Jetzt müssen wir uns wirklich um die Einnahme kümmern. Die Zeit kriecht nur so dahin. Na, ist das der Sieg? Die Granate explodiert nur ein paar Meter entfernt. Doch es ist geschafft. Der Spieler Ex-Tanki 703 Killer hat alles gezeigt, wozu sein Fahrzeug in der Lage ist. 10.000 Punkte Schaden, absolute Sicherheit beim Angriff und bei der Verteidigung. Solche Spieler sind das Fundament der Mannschaft. Dazu gibt es auch den verdienten Titel des Eroberers und einen herzlichen Glückwunsch von uns. In der Nominierung Großkaliber gewinnt der Spieler mit dem Nick Type 5 Good im deutschen schweren Panzer VK 7201K. Auf der Karte Pilsen begibt er sich sofort in die Mitte, wie es sich für ein gut gepanzertes Fahrzeug gehört. Zuerst bestraft er einen übereifrigen E-75. Als nächstes ist ein E-100 an der Reihe. Nach ein paar Treffern zieht sich der Gegner rasch zurück und unser Held beschießt jeden Feind in Sichtweite. Ein Tortoise kriegt einen Schuss, ein T-57, noch ein Schuss für den Tortoise. An dieser Flanke scheint es zu laufen. Zeit, die Gäste auch woanders zu begrüßen. Der E-75 erweist sich als zu langsam. Er hätte sich längst zu seinen Freunden zurückziehen sollen. Die mittelschweren Panzer des Gegners sind zur Basis durchgekommen, beeilen sich aber nicht mit der Einnahme. Jeder Schuss unseres Spielers hat sein Ziel getroffen und unvorsichtige Gegner beschädigt, die die Gefahr nicht zu erkennen schienen. Der Leopard versucht zurückzuschlagen, wird aber schnell zu einem weiteren Punkt in der Abschussstatistik. Zeit, gegen die Jagdpanzer anzutreten. Sie haben die Stellung von der Basis an die Front verlagert. Die Gegner hatten die Chance, vor der Rückkehr in die Garage signifikanten Schaden zu bewirken. Doch sie hatten es zu eilig. Ein unverzeihlicher Fehler für Jagdpanzer. Die Verbündeten erledigen den letzten mittelschweren Feindpanzer. Doch wo ist der Stritzwagen? Eine kurze Suche endet im Rücken des Jagdpanzers. Unser Held ließ ihm keine Zeit, das Feuer zu erwidern. Das war Abschuss Nummer 4. Jetzt muss nur noch die Artillerie gefunden werden, dann ist die Sache geritzt. Da ist sie ja. Sie versucht sich zu wehren, kann aber nicht entkommen. Es wird Zeit, diesen Kampf zu beenden. Der Spieler Type 5 Gut hat 12.000 Schaden verursacht. So viel wie das ganze restliche Team zusammen. Für seine Schießkünste hat er sich den Titel Großkaliber redlich verdient. Ausgezeichnet gespielt. Das wäre alles. Gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal, damit euch kein neues Video entgeht. Wir warten derweil ungeduldig auf eure Replays für die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.